Angriff der nubischen, der barbarischen Killerschäferhunde. Angriff der barbarischen Killerschäferhunde klingt wie ein ganz, ganz cooles B-Movie, das wir hier drehen, Piro Parker und ich. Das ist tatsächlich ein Schäferhund, der uns angreift. Drehen wir hier ein B-Movie? Ist dieses Let's Play Together ein B-Movie, Piro? Also ich würde sagen, das ist aber sowas von A++, also ja. Hollywood-reif. Also deswegen, ich würde hier... Nee, das kann ich so auf keinen Fall im Raum stehen lassen. Mal schauen, ob wir nicht eventuell bei diesem barbarischen Schäferhund, ob wir Blondie nicht getötet bekommen. Ist er jetzt barbarisch-nubisch oder ist es Blondie? Also das ist jetzt ja... Blondie ist Sale. Blondie ist Geschichte, stelle ich mal wieder fest. Gut. Ich habe, glaube ich, als Kind eine Zahnpasta gehabt, die hieß Blondie oder hieß die anders? Ich hoffe, sie hieß anders. Naja, gut, okay. Wir lassen uns das nicht weiter vertiefen. Nächen will auch nochmal feuern. Nein. Hier, auf einen... Wir wollen das auch deshalb nicht vertiefen, weil Piro Parker mir in der Drehpause angedeutet hat, dass er mal eine Freundin hatte, die Blondie hieß. Genau, richtig. Oder war es Blondchen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Bist schon wieder gut in Fahrt hier. Wir sind ja in Karlauer Stimmung, aber um mal ein bisschen auf die Witzbremse zu treten, das kann ja noch kritisch werden, ganz im Ernst. Also sieht ja aus, als ob wir das locker ins zu Richtung Ende schaukeln würden. Aber. Wir hatten in der letzten Folge darüber geredet, dass hier im Mittelmeerraum historisch allerlei Gefahren kamen. Aus dem Norden, aus dem Westen, aus dem Osten, vielleicht ja auch hier aus dem Bereich... Kanaan und Mesopotamien, Zweistromland, das kann durchaus sein. Und wir kennen ja die Entwickler ein bisschen, dadurch, was wir bislang nämlich schon erlebt haben. Und die haben uns jede Menge geskriptete Ereignisse wie Stöcke zwischen die Beine geschmissen und immer wieder neue Reiche reingebracht, Eroberer, die versucht haben, hier das Territorium und einzunehmen und uns platt zu machen. Und es ist, glaube ich, nicht zu weit spekuliert und sich nicht zu weit aus dem Fenster rausgehangen, wenn ich jetzt meine, Piro Parker, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass ja noch irgendwas an Völkerschaften in den nächsten Runden auftauchen könnte. Also ich traue der Ruhe hier auch nicht so sehr und ich denke auch, wir sollten ja jetzt nicht unvorsichtig werden und denken, boah, das Thema ist durch oder irgendwie was, sondern ich glaube, wir sollten ein paar Einheiten hier auf jeden Fall noch im Norden behalten. Guck mal, wir haben ganz viele Elite-Einheiten schon, welche auf Stufe 4 und irgendwas, ich weiß es nicht, ich fände es echt nicht schön, wenn wir es jetzt einfach dabei beließen. Wir sollten hier noch die Augen offen halten. Du hattest ja gerade einen Mariano-Bogenschützen beschossen, von Nächern aus. Der hat es ja überlebt und da stehen noch ein paar Bogenschützen von uns rum. Dass wir das bitte nicht vergessen, da bei Theben und Nächern war das, glaube ich, dass wir genau den nochmal befeuern und beschießen. Denn diese Mariano-Bogenschützen sind echt nicht ungefährlich. Er hat es überlebt, dieser Bogenschütze. Vielleicht kannst du einmal die Plätze tauschen zwischen diesem Schwerträger und dem... Genau. Du sagst auch gar nichts mehr. Du machst einfach, was ich sage. Finde ich ganz gut. Vielleicht können wir das den Rest der Folge so machen. Die Puppe, in der deine Hand steckt. So, dieser Mariano-Bogenschütze ist Geschichte. Theben... Weiterhin keine Gefahr, solange wir regelmäßig dran denken, die Stadt einmal zu beschießen und sich die Stadtmauern dort nicht erholen können. Jetzt ist hier doch irgendwo ein Barbarencamp hier unten, das wollen wir noch ausrotten. Dafür brauchen wir aber müssen wir erstmal diesen Schwerträger hier klein kriegen. Das schaffen wir auch. Hier hinziehen. Mit dem Kollegen ziehen wir hier hin. Mit dem Bogenschützen geht's hier hin. Feuer frei. Und dann können wir auch direkt, kann der große General selber sowas machen? Das würde ich doch. Das ist doch witzig. Ein großer General höchstpersönlich, der holt sich, glaube ich, die 40 Gold als Taschengeld. Ja, genau, ein glorreicher Moment für diesen großen General. Das war aber, ich meine, sogar neulich mal irgendwo ein Bild gesehen zu haben, wo irgendwie ein großer Wissenschaftler oder irgendwie so etwas ein Barbarenlager zerstört hat. Das stand dann da in so einer Meldung auf dem Bildschirm. Also, ja. Das können eben auch die zivilen Einheiten hier in Civilization 6. Da wir ernsthaft, ganz, ganz ernsthaft darauf spekulieren, dass uns hier noch Überraschungen drohen könnten, aus Mesopotamien beispielsweise oder aus Kanaan, bleiben wir mal mit einer Armee auf jeden Fall hier in dem frisch eroberten Charoyen stehen. Denn, ja,
einfach auf Nummer sicher gehen. Falls ihr, liebe Zuschauer, dieses Szenario, wir wissen ja, das machen, haben viele von euch mittlerweile gemacht, auch selber mal spielt und durchspielt, spoilert uns nicht. Spoilert auch die anderen Zuschauer nicht. Schreibt gerne in den Kommentaren auf YouTube jede Menge Freundlichkeiten rein. Aber verratet uns nicht, was an geskripteten Ereignissen eventuell noch kommt. Damit werdet ihr Spielverderber und das wollt ihr doch sicher nicht sein. Oder? Zwinker, zwinker. Ja, genau. Wir schauen mal. Wir könnten ja vielleicht die Einheiten nicht hier einfach nur so postieren und befestigen, sondern vielleicht langsam gen Osten ziehen, da auch nochmal den Nebel des Krieges aufdecken. Da gibt es ja vielleicht nochmal die ein oder andere Sache zu entdecken, wo bisher Wüste Libya, hier ganz weit im Osten, hat sich ein Libya zwischen den Gebirgen versteckt. Oh, er kann nicht mehr feuern? Ach, weil der Hügel dazwischen ist. Genau. Da hatte ich nicht dran gedacht. Ach, das ist blöd. Das ist jetzt doof. Wie weit kommt er? Er packt's auch nicht mehr. Weißt du, was ich gerade für einen witzigen Gedanken hatte? Es läuft ja auch gerade bei dir auf dem Kanal, läuft ja XCOM, das aktuelle Add-on des War of the Chosen, XCOM 2. Und ich hatte gerade die Überlegung, dass man doch diesen einen Pitati-Bogenschützen dort jetzt auf Feuerschutz stellen könnte. Und wenn dann der Schwerträger vorziehen würde, dann würde auch im Rundenwechsel der Pitati-Bogenschütze schießen und ihn wirklich erledigen. Das wäre doch mal ein cooles Feature. Das wäre ein äußerst cooles Feature. Hier gehe ich mal auf Nummer sicher, ziehe den 1 nach hinten. Und so. Man kann ja nie wissen. Meinst du, da kommt noch mehr? Nicht nur der eine Speerträger? Also, das ist mehr eine Frage des Respekts und des gegenüber dem großen General. Den schickt man doch nicht ohne Begleitung los. Der geht selbst, wenn er aufs... wenn er sich erleichtern geht. Er hat immer eine Wache an seiner Seite. Man weiß ja nie, was da eventuell an Ratten oder Schlangen aus dem Klosett kommen könnte. Gab es damals im alten Nubien schon Klosetts? Wir wollen ja keine Fäkalwitzchen hier reißen, aber reiß doch mal einen Fäkalwitz. Da bin ich nicht gut drin, also so etwas. Ach komm, ich weiß da aus den Drehpausen. Du machst da dann immer einen obskuren Witz nach dem anderen, der mir dann die Schamesbräune ins Gesicht treibt. Ja. Lieber in der Kaiserin als Imperator, fällt mir gerade ein, aber das ist auch... Ja, Moment, ich notiere mir, das ist 57 etwa, rausschneiden, alles klar. Okay. Ja, aber ich dachte, das passt. Imperator ist ja ungefähr diese Zeit, vielleicht entdecken wir auch nochmal den großen Kaiser des Römischen Reichs. Naja. Finden wir hier unten auch irgendwo ein Barbar... Ja, unten kommt, wir räumen mal das ein oder andere Barbarencamp auf. Wir schicken auf jeden Fall noch ein paar Einheiten auch Richtung Süden, nicht zu viele, weil wir halt drauf spekulieren, wie gesagt, dass aus dem Norden die Gefahr kommen könnte. Den hier wollen wir auch mal befördern. Irgendwie könnte von überall her noch Gefahren kommen, oder? Also das ist so, wir sind ja mittendrin. Wir sind mittendrin. Im Norden gibt es theoretisch irgendwo Römer, Griechen, weiß ich nicht, wer da alles gefährlich werden könnte. Im Osten viele Gegner, viele möglichen Widerspenstigen aus dem, ja, aus dem Zweistromland vom Süden her. Weiß ich nicht, was da so um diese Zeit bevölkert hat. Im Westen sind theoretisch die Libyer. Also irgendwie habe ich das Gefühl, wir sitzen hier wirklich so mitten im Kreuzfeuer. Reiterei abgeschlossen und an Technologien bleibt nicht mehr allzu viel übrig. Die Mathematik hier, die letzte Technologie vor den Zukunftstechnologien. Cool. Meinst du, die Nubier fliegen hier irgendwann nochmal mit dem Space Shuttle durch die Gegend? Könnte ich mir durchaus vorstellen. Ja, weiß das schon. Wir fliegen denn zu den Sternen. Coole Idee. So, und dieser Speer, der spät. Wasser spät dort das Mittelmeer aus und entdeckt nichts. Noch nichts? Wir müssen hier eigentlich auf Griechenland stoßen. Denken wir mal. Spekulieren wir drauf? Nicht eher noch Zypern? Aber vielleicht ist das ein Ticken weiter nördlich. Ich bin mir nicht sicher. Wir wollen mal ein wenig kreuzen. Boah, wie fix die unterwegs ist. Wir nehmen mal alles mit hier. Kein seichtes Gelände, weit und breit.
gucken, wie Kleopatra sich wehrt. Das kleopatrische Weltreich, zusammengeschrumpft auf die Stadt Theben. Trotzdem entstehen dort immer wieder neue Einheiten. Wie nervös der ist. Was hat der denn? Der hat irgendeine Zappelkrankheit. Oh Mann, der, wahrscheinlich ist das ein Tänzchen. Der hat bestimmt ein Tänzchen, uns zu Ehren der nubischen Götter, hat er hier ein Tänzchen aufgeführt, dieser schwere ägyptische Reiter. Sag mal, also, kann das sein, dass der mehrfach einfach nur hin und her gezogen ist gerade? Nein, das kann der eigentlich nicht, weil er ist ja eine Einheit, ein Speerkämpfer innen drin. Ja, stimmt. Ich weiß es nicht. Sah aber hübsch aus. Und wir haben es auf Kamera, wir haben es auf Bild. Das müsste man eigentlich, müsste man das irgendwie einrahmen. Schade, dass man Videos nicht einrahmen kann, weil das war das schon... stimmt, ja. Das war schon... Man kann Videos schon einrahmen, wenn man sich, wenn man die auf dem Monitor guckt und den Monitor entsprechend dann bearbeitet. Mit Stichsäge und mit was weiß ich alles. Mhm. Bitte nicht nachmachen. Frame für Frame ausdrucken und in einer Galerie nebeneinander hängen. Wenn man schnell dran vorbeiläuft... Dann ist das quasi, weißt du, wie sind wir ein Film dann? Ganz genau. Ja, läuft gut, wir sind zufrieden, alles bestens. Produktion wählen. Händler, noch ein Händler in Karma. Wir könnten noch einen kaufen oder bauen. Wir müssen ganz dringend unsere Glaubenspunkte aufgeben. Das machen wir mal als allererstes, damit wir das nicht vergessen. Irgendwo hier war noch... Nein, das war nicht. Ich glaube, letzte Runde reichte und ich bin mir nicht ganz sicher. Können wir hier noch, hier ist ein Schrein, irgendwo hier oben fehlte noch einer, ne? Da ist einer. Ich glaube, das war eine Stadt weiter, war das Meroe, war das, glaube ich. In Meroe haben wir, wenn ich mich nicht täusche, ne, hier muss der Schrein noch gebaut werden, sehr gut. Jetzt sollten wir alle Schreine haben, jetzt fehlen nur noch 6 Tempel, einen haben wir. Und dann haben wir gewonnen. Es sei denn, wir werden von irgendwelchen Mittelmeerbarbaren noch malträtiert. Und du hattest recht, letzte Runde wäre es noch nicht gegangen, also wir sind rehabilitiert. Alles gut, Schweiß von der Stirn wischen, alles gut. Wir können uns noch einen Händler kaufen, sollten wir auch machen, finde ich. Und den könnten wir zum Beispiel auch hier, in Chardoyen und dann hier über, ja klar, komm, das machen wir. Gut, dass wir die Stadt eingenommen haben. Wir könnten direkt noch einen kaufen, haben wir noch einen Slot frei irgendwo? Das Geld hätten wir. Ja. Von daher. Wo ist noch was frei? In der neu eroberten Stadt, obwohl reicht das? Kann man von hier aus dahin schicken? Wir konzentrieren uns mal auf den Nil, obwohl das sollte auch von hier aus gehen. Ne? Also sonst in El Ashmunein müsste die nächste Gelegenheit sein. Die Stadt liegt direkt am Nil und von dort aus wird es auf jeden Fall klappen. Und da haben wir noch keine Handelsroute. Stadtmauern gibt es hier, genau. Da schon wieder ein Bogenschütze auf der anderen Seite des Nils bedroht unsere Stadt Schad. Dann hauen wir einfach nochmal ein Bitardi Bogenschützen raus. Kann sicherlich nicht schaden. Und dann können wir hier schon weiter ziehen. Hier bleiben wir stehen in der Stadt. Können die meisten Einheiten gleich jetzt auch stationieren. Was hast du gesagt? Wo hast du einen Barbar entdeckt mit deinen Luchsaugen? Bei Schad. Also ein bisschen weiter im Süden. Da. Ja, die ist auch ein Camp. Da haben wir leider keine Einheiten hier stationiert. Das ist der Händler, den wir losschicken wollten. Nach El Ashmunein. Wo wir gerade einen Bauen gekauft haben. Da sicher nicht. Wie sieht es mit Edfu aus? Haben wir in Edfu? Da haben wir noch keinen. Hast du gut gesehen. Transportieren wir den hier hin. Und können ansonsten mit unseren Einheiten, ein paar schicken wir Richtung Süden, um die Barbarencamps auszukundschaften. Hier bauen wir gleich einen, hier bauen wir auch einen Petati-Bogenschützen. Da sind wir mit einem Weltwunder unterwegs. Wir schicken mal ein paar kleinen Militärtrupp runter. Zum Beispiel diesen schweren Streitwagen, der ist doch so fix unterwegs. Ich glaube, Speerkämpfer schicken wir eher nicht runter. Da genügen die normalen Bogenschützen, ne? Naja, zumindest waren die Hyksos ja ein Reitervolk. Wer weiß, was hier noch eventuell an feindlichen berittenen Einheiten kommt. Und da sind die Speerträger dann natürlich die bessere Abwehr dann. Einen stationieren wir noch hier. Den großen General würde ich, glaube ich, eher sogar auf die hier im Norden stationieren, in einer dieser Städte, wo dann schnell ein Heer versammelt werden kann. Mhm.
vor allem in einer Stadt, von der aus man ihn auch beamen kann einfach. Ne? Also der soll nicht auf dem flachen Land sein. Du hast recht, das habe ich auch gerade im Kopf schon wieder vergessen. Ich auch. Ich vergesse das ständig, naja, dass man die großen Persönlichkeiten durch die Gegend beamen kann. Vermutlich auch, weil das irgendwie einfach Unsinn ist. Aber irgendwie, ja, du hast völlig recht. Den in einer Stadt zu positionieren, macht viel mehr Sinn. Zu postieren, aber wie auch immer. Ja, und hier, bleibt einer mal bitte hier stehen in der Stadt. Davor. Theben ist auch wieder, nee, dieser Schwertträger, der steht in Theben. Alles gut, ich dachte, der wäre auf einem Feld neben Theben. Mit schweren Streitwagen, die sind ja so fix unterwegs, da können wir die Barbarencamps ganz schön schnell uns holen und mit dem einzelnen Schwertträger hier, ja, vielleicht auch eher wieder im Norden stehen lassen. Und wieder zurück, bitte. So, mal schauen, was der Speer auf hoher See entdeckt. Bislang nichts. Vielleicht entdeckt er, dass man auf hoher See seekrank wird, aber mehr hat er noch nicht entdeckt. Ist da tatsächlich nichts? Das wäre ein bisschen schade. Entdecken wir Zypern? Nicht, dass wir wollen ja nicht spoilern, irgendwie wissen würden aus dem Schulunterricht zum Beispiel, dass es sowas wie Zypern gibt. Oder Kreta. Tja. Kreta, nicht irgendwo ein Hahn. Du hattest ja mich vorhin darum gebeten, hier Karlauer loszureißen. War auch nicht so der Hammer, ne? Oh, schau mal hier. Schnell Thema wechseln. Ich tu mal so, als hätte ich das nicht gehört, weil Karlauer sind eigentlich meine Spezialität. Wir ziehen mal mit einem Bogenschützen hier durch das Tal durch. Da war eben noch ein libyscher Schwertträger gewesen. Der ist jetzt aber beinahe entschwunden. Hey, wo ist er denn? Da! Der ist angeschlagen. Der oh, wie schön. Gegen wen oder was gekämpft? Auf jeden Fall kriegen wir es jetzt zu Ende für ihn. Klasse. Sogar ohne großen General. Wunderbar. Und können ihn sogar noch befördern. Cool. Oh, Stufe 5. Wow. Das ist dann schon Elite, also sowas von Elite. Gilt das eigentlich auch beim Angriff auf eine Stadt? Ich glaube ja, weil eine Stadt ist ebenfalls ein Bezirk nach den Regeln von Civilization 6. Da habe ich das mal schnell gemacht. Und ansonsten hier noch ein bisschen Fog of War aufdecken mit 2 Pitati-Bogenschützen. Das sollte eigentlich genügen. Wie oh. An die Äpfel dort oh. Am Toten Meere, obgleich sie widrig da schmecken, Tote Meer. Aschenhaft. Das Tote Meer entdeckt. Sehr, sehr cool. Da wollen wir doch gleich mal eine Runde schwimmen gehen. Beziehungsweise uns in das Tote Meer hineinlegen, auf den Rücken und uns treiben lassen. Bekommt man nicht tatsächlich, wenn man dann immer daneben steht, bekam man da nicht irgendwie was davon? Was war denn nochmal der Bonus des Toten Meeres? Oder kriege ich da im was Real Life oder hier im Real Life im alten Nubien? Hier im Real Life im alten Nubien. Einheiten werden vollständig geheilt. Ah, so war das. Okay, also wenn wir mal angeschlagene Einheiten haben, hier einmal eben nebendran ziehen an das Tote Meer und schwupps, sind sie wie von, aus ich weiß gar nicht. Also, mir fehlen die Worte. Wundersamerweise, einfach von jetzt auf gleich, geht's ihm wieder gut. Alle Orten lieb, ja. Unfassbar, wo die überall sind. Jetzt kann ich nicht mehr feuern. Ich hätte mit dem Bogenschützen einzelner hier ziehen können, dann hätte das geklappt. Jetzt klappt es nicht. Macht nichts, wir schaffen das auch so. Sag mal, diese Libyer, dass die hier so weit im Osten durch die Gegend laufen, das irritiert mich. Müsste Libyen nicht eigentlich eher irgendwo im Westen sein? Die müssen überall in der Gegend herumlaufen und uns einfach erschrecken. Ich dachte, du könntest jetzt wieder irgendeine historische, nee, ich weiß nicht, irgendwas erzählen, dass wahrscheinlich wirklich die Libyer umgesiedelt oder was auch immer, keine Ahnung. Finde ich nur etwas erstaunlich, dass hier so viele im Osten unterwegs sind. Da fällt mir leider nichts Kluges zu ein. Na gut, das macht ja nichts. Vielleicht weiß ja einer unserer schlauen Zuschauer, ob das hier historisch korrekt ist, waren die Libyer so viel hier. Ja, wo sind wir? Wir sind ja hier schon fast auf der arabischen Halbinsel. Waren die eher da unterwegs zu der Zeit? Interessiert mich tatsächlich. Gab es damals überhaupt die Libyer als Volk? Oder ist das eine moderne Bezeichnung? Noch eine andere Frage. In der Tat. Keine Ahnung. Ich schicke mal den Handwerker, oh, jetzt ruckelt es gerade ein bisschen, schicke ich mal runter Richtung Süden, weil da eher die heiligen Städte sind, die wir reparieren müssen. Potenziell. Den könnten wir auch wassern. Dann ging es wahrscheinlich noch schneller. Eine Runde weiter.
und mal schauen, ob uns jetzt so langsam noch eine zweite Gefahr droht, von wo auch immer. Anscheinend nicht. Nee. In Sedinga, ein Petati-Bogenschütze fertig, den ziehen wir gleich schon mal hoch. Hierhin. Da ist dieses Barbarencamp. Sehr gut. Feuerfrei. Klasse. Ja, alleine wird er allerdings ein paar Runden brauchen. Mhm. Da kommt aber nächste Runde dann auch nochmal Verstärkung. Apropos Verstärkung. Mhm. Da wollen wir gleich noch einen zweiten bauen. Die gehen ja ganz fix hier. Dann können wir in Meroe, ist ein Händler fertig. Wir reparieren auch mal das Handelszentrum. Das war anscheinend geplündert worden von irgendeinem Barbaren. Und von da aus können wir keinen Händler abschicken. Wir checken mal, ob wir einen haben in... Erstmal von hier aus. Genau. Den hier haben wir jetzt hier aktiviert. Damit geht es nach On. Haben wir noch einen Händler irgendwo hier stehen? Hier müsste doch noch ein Freier sein. Was ist mit dem hier? In Edfu. In Edfu ist noch einer. Oh, sehr gut. Tatsächlich. Eine Richtung On. Sehr gut. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie es in der Handelswegübersicht aussieht. In Girga gibt es auch schon einen. Ja, so langsam wird es knapp. Wir sind hier. Das könnte funktionieren. Effizient. Könnte man ausprobieren, ja. Das heißt, wir gehen mal mit unserem Händler, den wir uns gerade frisch geholt haben, und beamen den hier oben hin, in den neuen, neu eroberten Stadtstaat rein. Aber ich glaube, da muss nach der Handelsübersicht noch irgendwo was sein. Meine Wege 10 von 12. Warum kann ich nicht weiter runter scrollen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Wege. Ja, weil zwei halt unbenutzt sind, glaube ich. Also 10 von 12 Slots sind belegt. Zwei Händler könnten wir jetzt also noch rekrutieren oder zumindest auf Reisen schicken. Dann machen wir das. Ja, die Frage ist, ob wir es noch hinbekommen. Bauen können wir keine mehr. Also müssten zwei Händler irgendwo noch stehen. Genau. Oder, ich weiß es nicht. Unfassbar. Haben unter Umständen Amun und Re in diesem Moment ein Stück ihrer göttlichen Allmacht verloren, weil sie die Übersicht verloren haben? Geht das überhaupt? Weiß gar nicht. Das sind gotteslästerliche Gedanken, die ich gerade aus euren Hirnen extrahiert habe. Ich sah die als Sprechblasen über euren Köpfen. Ihr habt schon überlegt, der eine oder andere von euch, ob er womöglich die Courage, den Heldenmut aufbringt, das zu tippen in die Kommentare auf YouTube. Legt die Tastatur beiseite, kann ich euch nur sagen. Ich möchte euch freundschaftlich warnen. Widerworte gegen die göttliche Allmacht von Amun und Re, wenn ihr mich hart bestraft, mit einem bitterbösen Blick der Seelen in Brand setzen könnte.